Hallo und willkommen zurück in WoW. Und bevor mir jetzt den hier irgendeiner klaut, hauen wir ihn direkt mal an. Weil das dauert ewig, bis der mal irgendwie seinen Arsch wieder bewegt. Weil der sitzt dann erstmal da, Gott weiß wie lange, auf dem Boden rum. Ja, ja, bitte töte mich nicht, ja, ja. Ne, bleibt dann da sitzen. Keine Ahnung, ich hab im Prinzip zweimal hier sein ganzes Dorf ausgerottet in der Zwischenzeit. Bis er sich dann wirklich mal wieder aufmacht und ja, dann läuft er weg und ist erstmal verschwunden. Und bis er dann wieder auftaucht, dauert es nochmal. Naja, okay. Ja, lasst mich leben, ich sag euch alles, was ihr wissen wollt. Seit vielen Jahren hatten die Felsfäuste die Herrschaft über alle Oger der Schabenwelt. Die Oger waren unter Kroll vereint und zufrieden mit den Ländereien, die sie erhalten hatten. In den letzten Monaten haben wir jedoch viele Oger an einen Clan namens Totschläger verloren. Die Totschläger haben den größten Teil unseres Landes in Nagrand in Beschlag genommen und viele unserer Leute getötet. Wir hatten keine andere Wahl, als dieses Dorf einzunehmen. Wir werden ausgerottet. Kroll ist verschollen und die Felsfäuste sind in Aufruhr. Landtresor und der von der Klinge hat in seiner Abwesenheit die Führung übernommen. Aha. Okay. So, dann sagen wir ihm hier mal kurz Bescheid. Mokra. Ah, ganz ruhig, ich bin nur ein kleiner Schurke. Ich habe keine Ahnung, was ich mit solch einer Information anfangen soll. Ja, dann sag mir einfach, wer das kann. Erzählt Jorin in Garadar, was ihr gehört habt. Ich bin mir sicher, dass er nicht erfreut sein wird zu hören, dass unser Dorf zerstört und viele unserer Leute getötet wurden, weil die Oger mehr Platz brauchen. Mögen die Ahnen über euch wachen. Ich werde mich in den Büschen verstecken, falls ihr mich noch braucht. Nee, ich brauche dich nicht mehr. Außerdem, wer weiß, warum du dich da in den Büschen versteckst. Fabrizierst da auch sehr wahrscheinlich irgendwelche Tretminen oder sonst irgendwas. So, das heißt, wir müssen dann zurück nach Garadar. Und der schickt uns dann, glaube ich, hier in die Ecke. Aber zuerst mal töten wir hier Gisella, die Alte und sonstiges Gedöns hier. So, wo ist denn die Tante? Die wohnt hier drin. Keine Wache. Keiner da. Keiner hier. Na dann. Dann hauen wir sie so. Ja, Klappe. Ja, die sah wirklich nicht mehr allzu frisch aus, die Alte. Irgendwas muss man für irgendwas die da auch sammeln. So, wen habe ich denn jetzt hier im Target? Den linken da, okay. Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ja. So, der nächste bitte. Also die Jungs, die kann man schön einzeln pullen. Bleiben auch nicht irgendwo stehen, um hier anzufangen, irgendwas rumzucasten, sondern die prügeln dann mit ihrem komischen Zahnstocher auf einen ein. Ups. Ah.
Auch wieder sehr knapp. So, wie viel brauche ich denn noch? 3. Gut. Den nächsten Stoff auch mit. So dicke haben wir es noch nicht, dass wir hier auf irgendwelchen Loot verzichten können. Naja. Ach, Menno. Wieso kann das nicht critten, wenn man hier einen Crit braucht? So, die sind wir durch. Ich gehe mal gucken, ob wir hier noch ein paar Elementarkerne finden von wütenden Zermalmern. Die müssen doch hier irgendwo auch sein. Nee, das sind sie nicht. Gequälter Erdgeist. Wer bist du denn? Brocken. Nope. Das sind nicht die Elementare, die ich suche. So, dann gucken wir mal. Ja? Komm. Okay. Noch hier die Karte halt freigeschaltet. Where? So, Elementare. Da. Genau euch suche ich. Dann geh mal kaputt. Wunderbar. Da ist noch einer. Und auch irgendwelches Kraut. Ich muss näher ran. Ups, da waren wir tatsächlich etwas zu weit weg. So, dann stirb du mal und dann ist da hinten noch ein Kollege. Fehlen uns nur noch 2, aber wenn der down ist, weiß ich halt nicht, ob dann noch irgendwo irgendjemand in der Nähe ist. So, bleib mal stehen, genau. Ja. Ja, wenn er mich halt nicht casten lässt, dann hauen wir halt Erdschock rein. So, noch irgendwo. Einen brauche ich. Einen alten Elementar. Der muss doch hier irgendwo sein. Jetzt hier sucht man sich ja wieder dumm und dusselig. Naja. Na gut, hier in der Nähe vom Wasser werden die wohl nicht sein. Da oben in der Nähe vom Dorf wahrscheinlich auch eher weniger. Wenn nicht, muss ich nochmal hier unten im... hier in dem Tümpel gucken. Da, da. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir den letzten hier gefunden. Ja.
So, damit ist der komische Steinriese auch bedient, hoffe ich. Ich glaube, der will uns dann da nochmal irgendwo hinschicken. Wo ist denn hier das Kräuterteil? Muss ich. Ach, hier haben sich jetzt einige neue Quests aufgetan. Na super. Sprecht! Sie denken also, dass sie uns Orks nach Lust und Laune vertreiben und abschlachten können, was? Ich bin mir sicher, dass das nichts damit zu tun hat, dass unser Anführer ein unfähiger Jammerlappen ist. Gott im Himmel. Ja, okay. Wenn er doch nur einen Bruchteil der Leidenschaft seines Vaters geerbt hätte. Kein Wunder, dass er durchdreht. Also, wirklich. Deswegen, die stehen hier 2 Meter auseinander und, ja. Also, der ganze Kram, der in Pandaria und nachher dann auch in Warlords halt passiert. Deswegen haben wir hier den Kollegen hier alles zu verdanken. Ja. So, Oger interessieren sich nur für das eine, Macht. Wenn wir ihnen gegenüber Schwäche zeigen, werden sie sich das zum Vorteil machen und uns ausrotten. Gausch ist vielleicht bereit dazu, die Hände in den Schoß zu legen und diese Hunde unser Land übernehmen zu lassen, aber ich bin es nicht. Ich möchte, dass ihr den Totschlägern eine Nachricht zukommen lasst, die sie verstehen. Gewalt, reist zu den Ruinen der brennenden Klinge südöstlich von hier und zeigt ihnen die Macht der Magar. Und Gendrak, schaut bei den anderen vorbei, bevor ihr geht. Ach, bei den anderen. Okay, ja, ja. Achso, bei dir kann ich auch was abgeben, genau. Die Alte ist tot. Das sind wundervolle Nachrichten. Hier eure Belohnung. Ja, vielen Dank. Vorwärts zum Sieg. Dorn der Nimmersatte. Ja, okay. Ihr habt eine der beiden größten Bedrohungen in Nagrand vernichtet. Seid ihr nun bereit für die Geißel des der Geisterfelder? Don der Nimmersatte regiert über das Gebiet beim Ushugun und vernichtet alles, was ihm über den Weg läuft. Ja, gut, nee, eigentlich auch nicht mehr so. Er ist ja ein bisschen. Ja, ein bisschen degradiert worden. Bis jetzt ist er noch niemandem gelungen, Nagrand von diesem blutrünstigen Gronn zu befreien. Reist zu den Geisterfeldern weit im Südwesten von hier und findet Don. Tötet ihn. Und ich verspreche euch eine Belohnung, die der Schwierigkeit dieser Aufgabe angemessen ist. Ja, da gab es halt nette Sachen. Für die Horde. Aber war halt, wie gesagt, damals so ein Gruppending. Was braucht ihr? Ah, ich hatte eine höchst ungewöhnliche Vision, auf die ich mir keinen Reim machen kann. Ich sah einen Pfeil, einen gigantischen Pfeil, der sich auf einem Feuerschweif gen Himmel erhob. Für einen geübten Magier wäre es ein leichtes, etwas derartiges zu erschaffen. Doch ein Gefühl sagt mir, dass dieses Objekt nicht das Produkt von Magie ist. Es wird anders sein als alles, was die Völker von Azeroth je erschaffen haben. Ihr müsst diejenigen finden, die an diesem Wunderwerk arbeiten, gewährt ihnen eure Hilfe, denn ohne sie werden sie versagen. Ach Gott, hier sprecht mit, ja, in Area 52. Nee. Lebt wohl. Da gehen wir nicht hin. Was braucht ihr? Wenn ihr in die Ruinen der brennenden Klinge reist, habe ich eine Aufgabe für euch. Stellt diese Schlachtstandarten der Magar an 3 verschiedenen Orten in der Ogersiedlung auf. Vorzugsweise Orte, an denen man sie gut sehen kann. Haltet nach den größten lodernden Scheiterhaufen in den oberen Bereichen Ausschau. Stellt eine Standarte neben dem 1., 2. und 3. Scheiterhaufen der brennenden Klinge auf. Die Standarten werden einen bleibenden Eindruck bei den Ogern hinterlassen und die Schlacht, die Schlacht verpasst haben. Achso. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Bleiben wir irgendwo wieder hängen. Naja. So, du da. Meine ursprünglichen Befehle sahen vor, dass ich für kurze Zeit in Garada bleibe und ich mich anschließend bei Blutwache Gulmok im Dorf Schattenmond melden sollte. In meiner Zeit hier ist mir klar geworden, dass Garada von
einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Horde profitieren würde. Ich weiß, dass Blutwache Gulmok alle verfügbaren Truppen braucht, aber er wird auch einsehen müssen, dass meine Mission hier noch nicht zu Ende ist. Reist nach Schattenmond im nordwestlichen Teil des Schattenmondtals und informiert Blutwache, bla, und ja. Also wenn wir dann hier wirklich keine Quests mehr haben irgendwann, dann können wir dann tatsächlich auch dahin. So, hier vor dem Tor steht ja auch noch einer. So, hallo. Meine Organisation, das Konsortium, sucht nach talentierten Personen, wie ihr es seid. Ihr werdet kaum ehrlichere und härter arbeitende Astrale als uns in dieser Gegend hier finden. Alles, was wir verlangen, ist Loyalität, Einsatz und ein vernünftiges Maß an moralischer Flexibilität. Ja, das haben wir ja. Wenn ihr Interesse habt, sprecht mit Getze, unserem Anführer hier. Ja, ihr findet ihn beim Eressteg nördlich von Ushugun. Mhm. Blutwache, Schlachtstandarten. Das ist alles da unten. Okay. Dann fliegen wir. Nein, wir fliegen noch nicht dahin zurück. Wir müssen da noch abgeben. Aaskralle müssen wir noch töten. Ja, die Dinger brauchen wir eigentlich so nicht. Also Area 52, da gehen wir nicht hin. Das ist mir... Das ist mir zu doof da. Dann eher halt wirklich Schattenmontal. So, halt hier geblieben. Gordwak isst den Stein. Gordavak. Na, egal. Findet den Thronräuber. Bringt Stein. Ja, hier hast du Steine. Gordavak spuckt den gekauten Stein aus, woraufhin ein Steinschauer auf euch herabrieselt. Na, eklig. Gift. Diese Felsen sind nicht Nahkrant. Diese Felsen sind vergiftet. Ihr zerstört Giftfels. Ihr findet Thronräuber. Gordavak bricht einen ebenholzfarbenen Fels von seinem Rücken ab. Hat aber nur irgendwelche grünen Sachen. Ich gewähre euch ein Stück Wut der Erde. Nehmt Gordavaks Fels und werft ihn auf den Giftfels. Zerschlagt ihre Hüllen, um die Wahrheit zu erfahren. Vernichtet die Diener des Thronräubers und kehrt mit dem Namen zu Gordavak zurück. Ihr findet die zerschlagenen Elemente am Ende der Welt. Ja, okay. Ja, also müssen wir für den auch noch wieder ein paar Elementare töten. Akal Hektar. Eure Bemühungen haben die Ausbreitung der Verschmutzung eingedämmt, aber nun sind neue Probleme aufgetaucht. Ja, wäre ja was Neues, wenn nicht. Watusun konnte zwar den Seuchengestank loswerden, aber gleichzeitig erschuf er eine irrsinnige Geisteressenz, eine Geisteressenz, die aus der übelsten Verderbnis entstanden ist, die es je unter Elementaren gegeben hat. Ihr könnt diesen verschmutzten Sumpfgeist südwestlich von hier im Sonnenwindsee finden. Ach Gott, das ist ja auch wieder so arschweit weg. Sucht und vernichtet Votusuns verschmutzte Essenz, so wie jeglichen verseuchten Nachfallen, die sie erschaffen haben mögen. Verschmutzte Essenz, 8 Seewoger. Ja, okay. Nun geht. Okay, sonst noch was hier? Nee. Gut, dann machen wir uns hier auf den Weg. Aber da hat wieder so ewig lange gedauert, bis wir da an dem komischen Tümpel hinten sind. Dann würde ich sagen, mache ich Schluss für die Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann sehr wahrscheinlich direkt da an dem... Ja, See. Und dann ist, glaube ich, da in der Nähe eigentlich auch Aaskralle. Oder ist Aaskralle mehr hier oben? Ich glaube, Aaskralle war eher hier oben. Ne, dann machen wir eher in der nächsten Folge mit Aaskralle weiter und fliegen dann darunter. Also, ja, irgendwie bis dann.